ein neues Lied, denn er tut Wunder. So werden wir heute am Sonntag Kantate aufgefordert. Tatsache ist, gesungen wurde schon immer und auch überall. Sicherlich, es gibt Situationen, da fällt einem das Singen schon schwer. Und außerdem sind auch nicht alle Menschen begnadete Sänger oder Sängerinnen. Aber unter der Dusche oder draußen im Wald, da kommt auch oft den weniger begabten Lieder über die Lippen. Mal melancholische, mal jubelnde. Der Atem fließt und die Seele wird frei und die Stimmung, die verändert sich. Gerade jetzt im Frühling, da hören wir das Zwitschern der Vögel in der Dämmerung. Sie suchen nach Partnern, sie suchen nach Futter und Nistmaterial. Dabei trillern sie und gurren, sie pfeifen und keckern. Ja, auch nicht immer schön, aber aus ihrem kleinen Herzen heraus, da schallt es laut und fröhlich. Dabei ändert sich auch für die Vögel viel in dieser Welt. Durch die Klimaerwärmung müssen zum Beispiel die Störche gar nicht mehr bis Afrika fliegen. Und andere Zugvögel, die überwintern gleich hier. Auch mit neuen Krankheiten haben sie zu kämpfen oder mit neuem Futter. Denken Sie doch nur mal an die Buchsbaumzünsler letztes Jahr. Die hier heimischen Vögel hatten ganz schön damit zu tun. Sie mussten erst mal testen, ob ihnen diese neue Nahrung schmeckt, ob sie ihnen dienen kann und dann, ob ihnen der Geschmack auch bekommt. Ja, auch die Tierwelt wird globalisiert. Und trotzdem hören wir jeden Morgen diesen vielstimmigen Gesang. Mag sein, dass Vögel einfach nicht so weit vorausdenken wie wir Menschen. Vielleicht können sie es auch nicht oder wollen es gar nicht. Im Matthäusevangelium sagt Jesus: Seht die Vögel am Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Wenn wir am Abend eines Tages zurückblicken, haben wir auch Wunderbares erlebt. Meist nicht das ganz große Wunder, aber doch ein kleines. Warum sollten wir uns also den Kopf zerbrechen mit Sorgen und Ängsten? Was alles morgen sein könnte und das uns doch für heute lähmt. Andersherum ist es richtig. Zuerst kümmern wir uns um das Jetzt, um das Leben heute und dann erst um das Morgen, um die Zukunft. Denn vieles wird dann möglicherweise gar nicht mehr nötig sein. Wenn wir uns jetzt für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, wenn wir jetzt sorgsam mit der Schöpfung umgehen, mit der Natur und den Lebewesen, dann kann morgen schon alles wieder heil sein. Darum lasst uns zusammen beten. Wir können in das neue Lied einstimmen, das du Gott angestimmt hast. Das Liebeslied von Frieden und Vertrauen, von Mut und Zuversicht, vom Wunder des Lebens. Wir bitten dich, Gott, um Atem, wenn wir von dir singen und sprechen. Wir bitten dich um Ausdauer, wenn wir nach deinen Worten handeln und leben. Wir bitten dich um Trost und Kraft, wenn wir zweifeln oder schwächeln. Sei du bei uns, Gott, und gib uns kräftige Stimmen, damit wir mit allem, was wir haben, dich loben können. Amen.